Hallo, herzlich willkommen zum Tag 18. Das Frauchen ist ganz entrüstet. Sie schimpft und zetert die ganze Zeit. Mein schönes Wohnzimmer ist total zerstört, alles kaputt. Bruno und Soja schauen sie treuherzig an. Seit gestern Abend zetert das Frauchen in einem fort. Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen. Sie wollte Toast für ihren Mann machen und hat sie verbrennen lassen. Dann wollte sie Ketchup auf die Fischstäbchen für die Kinder tun und hat stattdessen Spülmittel genommen. Sie ist sehr streng mit Soja und Bruno. Wenn sie sich nur ein bisschen kratzen, schaut sie sie sofort ganz streng und böse an. Ja, es ist sehr langweilig für Bruno und auch für Soja. Da sieht Soja, dass die Tür zum Keller offen steht. Miau, Bruno, schau mal, da brennt Licht. Ja, stimmt. Die beiden schauen runter. Miau, was ist da wohl? Vielleicht ein Gesicht? Oh ja, von einem Engel vielleicht. Ja! Beide lachen. Das macht Spaß, miau. Was ist da wohl da drunten? Vielleicht die Geschenke für uns. Ja, wahrscheinlich krieg ich zuerst die Geschenke. Nein, die Katzen kriegen zuerst die Geschenke. So geht es hin und her. Aber weißt du, dass ich immer alles bekomme, was ich mir wünsche? Sagt Bruno. Alles, was ich mir wünsche, kriege ich immer. So ist das. Und weißt du, was das Schönste ist? Ja, dass du mein Freund bist. Miau, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Soja wird ein bisschen rot. Tschüss. Ich muss jetzt hier die Nummer ein bisschen polieren für morgen, damit die 19 dann schön leuchtet. Ciao.